So, nachdem uns Lixalan das letzte Mal ja sehr, sehr, sehr wohlgesonnen war, gucken wir uns jetzt mal Rivals auf Lixalan an. Mal gucken, was hier so drin ist. Alles mal aus dem Weg geschieben. Faithhoom Fleet Borderer. 3x3x3. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, verliert ihr 2 Leben. Es sei denn, ihr kontrolliert einen anderen Piraten. Orks halt. Naturalizer. Das Artwork. Mit diesem kleinen Schwert da drunter unter dem Fuß war zu umstanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 2 Mana zerstört ihr einen Artefakt oder Verzauberung. Für ins Instant. Kennt man ja. Aber oh mein Gott, das Artwork ist so süß. Goblin Trailblazer. 2x2x1 mit Menace. Warum folgen wir einem Goblin? Kann er überhaupt die Karte lesen? Oh, ich liebe Goblin-Sprüche. Soul of the Rapids. 5 Mana, 3-2, fliegend Hexproof. Nicht bad. Divine Verdict. 4 Mana Instant, ihr zerstört einen angreifenden oder blockende Kreatur. So gut. So gut. Snaphorn's Sanctuary. 1 Mana 0-3 mit Ascend. Also wenn ihr 10 oder mehr Permanente habt, kriegt ihr es. City's Blessing. Und solange ihr City's Blessing habt, kriegt das Ding plus 3 plus 0, Entschuldigung. Spirewinder. 4 Mana 2-3 fliegend, auch wieder mit Ascent und kriegt plus 1 1, solange ihr City's Blessing habt. Dark Inquiry. 3 Mana Sorcery. Der Gegner zeigt seine Hand vor, ihr nehmt eine Nicht-Landkarte davon und die Karte wird abgeworfen. Tilonali Crown. 2 Mana verzauberte Kreatur. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, fügt die der enchanteten Kreatur einen Damage zu. Danach kriegt die enchantete Kreatur plus 3 plus 0 und Trample. Das ist ziemlich gut. Seelax. Wow. 1 Mana Flash. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 0 plus 2, solange es ein Pirat ist. Ansonsten kriegt die Kreatur plus, minus 2 minus 0. Wow, was für eine Karte. Flood of Recollection. 2 Mana Sorcery. Ihr bringt eine Instant oder Sorcery aus einem Friedhofzug auf die Hand. Danach wird die exiled. Gar nicht mal bad. Golden Demise. 3 Mana Ascendant. Alle Kreaturen kriegen minus 2 minus 2. Es sei denn, ihr habt Celis Blessing, dann kriegen nur alle Gegner-Kreaturen minus 2 minus 2. Everdawn Champion. 3 Mana 2 2. Jeglicher Schaden, der dem zugefügt wird, wird verhindert. Was? Was? Ach, Combat Damage, okay. Combat Damage. Und unser Rare ist Crafty Cut Purse. 4 Mana 2, 2 Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt, könnt ihr einen Token, der unter der Gegnerkontrolle kreiert werden würde, unter eure Kontrolle kreieren. Marit Lage, someone, please. Das ist auch eine gute Karte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, aber ich sehe. Ciao, ciao.